Ich begrüße Sie recht herzlich zu den Meldungen des Tages. Am Freitag haben wir ja noch beim Stammtisch darüber geredet, dass es ja eventuell eine Übernahme geben wird zum Thema Tarifabschluss der nordwestdeutschen Stahlindustrie. Mittlerweile ist ja das ganze Geschichte, denn der Tarifabschluss der nordwestdeutschen Stahlindustrie wurde am Freitag von der Stahlindustrie Ost übernommen. Darauf einigten sich die IG Metall und die Arbeitgeber in der vierten Verhandlungsrunde in Berlin. Die Entgelte der Stahlbeschäftigten und Auszubildenden in Ostdeutschland steigt ab 1. August um 6,5%, eine deftige Erhöhung. Für Juni und Juli gibt es dann noch eine Zahlung von 500 Euro und die Auszubildenden 200. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 30. November 2023. Der Tarifabschluss gilt für rund 8.500 Beschäftigte der ostdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. In der kleinen Straße in Bozen war am Sonntag gegen 13 Uhr ein Radfahrer gestürzt. Zeugen hatten den leblos am Boden liegenden Mann gefunden und ihn bis zum Eintreffen von Rettungskräften und Polizei versucht zu reanimieren. Er verstarb jedoch noch am Unfallort. Gegenwärtig wird zur Todesursache und zur Ursache des Sturzes noch ermittelt. Diebe drangen vermutlich über ein Baugerüst Sonntagnacht in eine Wohnung in der 9. Etage eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Frankfurt-Oder ein. Entwendet wurde ein Handy, ein Smartwatch und ein Fahrzeugschlüssel für einen Opel Insigna. Insgesamt ist so ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei konnte aber einen Verdächtigen ausmachen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist am Sonntag ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt und kurzfristig dann auch umgesetzt worden. In der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Polizisten Teile des Diebesgutes und geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Der PKW konnte bislang jedoch nicht ausfindig gemacht werden und wurde dann zur Fahndung ausgeschrieben. Gegen die 39-jährige Wohnungsinhaberin und drei weitere in der Wohnung angetroffene Personen wird nun ermittelt. Die Landesärztekammer Brandenburg unterstützt die Aufrufe von Blutspendediensten, trotz der jetzt anstehenden Urlaubs- und Ferienzeit Blut zu spenden. Mit nur einer Spende können bis zu drei Verletzten oder Schwererkrankten geholfen werden, so der brandenburgische Kammerpräsident Frank-Ulrich Schulz. Erschwert wird die Situation auch dadurch, dass Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, erst 4 Wochen nach der Genesung wieder zur Blutspende zugelassen werden. Jeder gesunde Erwachsene ab 18, der ein Mindestgewicht von 50 Kilogramm hat, so die Information, kann mit seinem Blut anderen Menschen in Not helfen. Frauen können 4-mal, Männer 6-mal innerhalb eines Jahres Blut spenden. Also mal darüber nachdenken. Die Arbeitsagentur Frankfurt bietet am 27. Juni eine individuelle Beratung aus Frankfurt-Oder und dem Landkreis Oder-Spree rund um berufliche Chancen. Berufe verschwinden ja nicht, sondern sie verändern sich durch die fortschreitende Digitalisierung. Fragen können in der Telefonsprechstunde gestellt werden, wie zum Beispiel, werden digitale Technologien meinen Job verändern? Das tun sie ja meistens. Beantwortet werden auch Fragen zur beruflichen Weiterbildung in diesem Themenbereich. Die Sprechstunde findet in der Zeit von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer für Frankfurt die Vorwahl 5702560 statt. An der Brücke über die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG Straße der Republik in Eisenhüttenstadt wird eine Hauptprüfung durchgeführt. Es wird zur Einschränkung im fahrbaren Bereich auf der Brücke kommen. Die Prüfung findet vom 29. bis 30. Juni statt. In diesem Zeitraum besteht auf der Westseite unter der Brücke ein Halteverbot für Fahrzeuge. Alle dort parkenden Fahrzeuge müssen zu diesem Zeitraum entfernt werden. Und es gibt noch einen Hinweis in Eisenhüttenstadt zu einem Bau. Und zwar, zudem wird die Speisekanalbrücke auf dem Inselgelände in Eisenhüttenstadt gesperrt. Die Sperrung erfolgt ab dem 27. Juni bis Dezember.
Die Speisekanalbrücke auf der Insel zwischen Teegehege und Unterschleuse wird voll gesperrt. In dem genannten Zeitraum wird die alte Brücke durch die Firma Strabag im Auftrag der Stadt abgerissen und es erfolgt dann ein Ersatzneubau aus Stahlbeton. Bereits im 10. Jahr in Folge bietet die Stadt Frankfurt-Oder Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren mit den Ferienangeboten spannende und abwechslungsreiche Sommerferien. Pandemiebedingt gab es in den vergangenen 2 Jahren reduzierte Angebote. Nun startet der Ferienkalender mit 87 Einzelangeboten neu durch. Neu konzipiert wurde ein Geocaching-Tour. Die 5,5 Kilometer lange Tour führt an bekannte und weniger bekannte Orte mit Informationen zur Entwicklung der Stadt Frankfurt und einem finalen Cache statt. Organisiert werden die Ferienaktionen von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, kulturellen Einrichtungen, verschiedene Vereine und Unternehmen der Stadt. Der Ferienkalender wird erst durch diese umfangreiche Unterstützung möglich. Ab Dienstag, den 21. Juni, ist der Ferienkalender für die Grundschulen der Stadt abholbereit. Die Sonderausstellung bei Trockenbrot, Essen im Krieg, hinter Gittern und im Lager wird am 24. Juni um 16 Uhr in der Gedenk- und Dokumentationsstätte Opfer der politischen Gewalt in der Kollegienstraße 10 eröffnet. In der Ausstellung, die im Rahmen des kulturellen Brandenburg-Jahres Lebenskunst gefördert wird, werden exemplarisch die Schattenseiten der Nahrungsaufnahme beleuchtet. Wer bei der Eröffnungsveranstaltung dabei sein möchte, sollte sich telefonisch allerdings anmelden unter Frankfurter Vorwahl 401566. 29. Soweit die Meldung des Tages.